Hi Leute, das ist Arno hier und willkommen beim Throwback-Event in The Division 2. Wie ihr vielleicht wisst, ist die Season ein bisschen nach hinten gerückt und wird so Ende Oktober, denke ich, frühestens erscheinen. Anfang November ist auch eine Möglichkeit, weil ich kreuze mal meine Finger, dass es Ende Oktober sein wird, weil das Throwback-Event wird jetzt eingeleitet. Und das Ganze läuft 3 Wochen. Und beginnt morgen am 8. Oktober. Jetzt gab es einen Blog-Eintrag dazu, den möchte ich gerade mit euch ein bisschen durchgehen und euch zeigen, was euch erwartet, wenn ihr daran teilnehmen wollt. Agenten, es ist Zeit, sich für ein aufregendes neues Event zu rüsten, das uns zurück in das Herz von Division 2 führt. Das Throwback-Event beginnt am 8. Oktober und läuft bis zum 28. Oktober, da habt ihr das. Es ermöglicht Spielern ab Level 40 einige der besten Exotics im Spiel zu ergattern, bevor wir in Seasons 2.0 übergehen. Projektkette. Das Throwback-Event bietet dir die Möglichkeit, die intensiven Action-Momente vergangener Manhunt-Climax-Missionen erneut zu erleben. Die 10 zeitlich begrenzten Projekte, die jeweils nur 2 Tage dauern. Also ein Projekt alle 2 Tage. Nur die Climax-Mission, ich dachte für viele, dann wäre es vielleicht interessant, die ganze zu spielen. Aber ja, nun gut. Jedes Projekt stellt eine andere Legacy-Climax-Mission in den Mittelpunkt, in der du gegen ikonische Charaktere wie Jupiter, Hornet, Baden Schäfer, Fei Lau, Captain Lewis, General Anderson, Stovepipe, Mari Singh, der Recruiter und Agent Kelso antrittst. Jede Mission hat eine hundertprozentige Drop-Chance für die besten Exotics aus vergangenen Seasons, aber du kannst sie nur einmal abschließen. Die Belohnungen werden in folgender Reihenfolge freigeschaltet. Projekt 1, die Coyote-Maske, sehr, sehr cool. Projekt 2 ist die Vile-Exotic-Maske, also die Niedertracht. Projekt 3 ist der Memento-Rucksack. Projekt 4 ist die Scorpio-Exo-Shotgun. Projekt 5 ist die Katharsis-Maske. Projekt 6 sind die blutigen Handschuhe, die Bloody Knuckles. Projekt 7 ist der Ninja Bike Messenger. Projekt 8 ist die St. Elmo's Engine. Projekt 9 ist die Eiserne Lunge. Und Projekt 10 ist die Moskito-Pistole. Da sind sehr, sehr coole Exotics dabei. Also wer die noch nicht sein eigen nennt oder einfach nur eine zweite Variante haben will, weil sie bisher nicht gedroppt ist, super Möglichkeit. Das ist die ganze Roadmap. Und ihr seht hier auch, dass mehrere Global Events dabei aktiv sind. Ne? Vom 8. bis zum 24. Jeweils alle paar Tage SHD Exposed, also Gefährdung, Polaritätswechsel, Hollywood-Event, Wächter-Event und Goldene Kugel. Ganz wichtig beim Recruiter. Spezieller Global-Event-Zeitplan. Um die Spannung aufrecht zu erhalten, veranstalten wir während des Throwback-Events 5 aufeinanderfolgende Global-Events, die jeweils 4 Tage dauern. Während dieser Events erhält der globale Händler Lootpool ein Upgrade, einschließlich Season Caches aus früheren Updates. Na, also wenn ihr da noch entsprechende Items oder Gear-Sets oder benannte Sachen haben möchtet, ist da eure Möglichkeit, auch dort ranzukommen. Das ist tatsächlich auch ganz geil. Und das, denke ich, ist auch nicht an die Climax-Mission an sich gebunden, sondern während ihr dem Global Event einfach Sterne farmt, könnt ihr dann die ausgeben für diese Season-Behälter. Dazu gibt es hier die perfekte Gelegenheit, Exotics aus diesen Seasons zu farmen, indem du Sterne ausgibst, die du während des Global Events verdienst. Das Beste daran, die verbesserten Caches bieten eine 10%ige Drop-Chance für Exotics und jeder Behälter enthält jetzt 2 Gegenstände mit einer zusätzlichen Exotic-Drop-Chance. Sehr, sehr cool. Dadurch kannst du gezielt nach den Exotics suchen, das du haben möchtest, mit viel besseren Chancen. So, der Jahr 2, Season 1, Cache der Behälter, die Coyote-Maske. Der Jahr 2, Season 2, Behälter, die Mantis-Sniper und die Niedertracht-Exotische-Maske. Jahr 2, Season 3, der Behälter, Memento-Rucksack und die Gegenfeuer. Sehr cool. Jahr 2, Season 4, Behälter, der Wellenformholster, richtig geil für Fertigkeiten-Builds, wenn man da Bock drauf hat, und die Scorpio. Jahr 4, Season 1, Behälter, die Katharsis-Maske, die grausame Anordnung, sehr, sehr geil, und blauer Bildschirm, Bluescreen, das leichte Maschinengewehr. Jahr 4, Season 2, Behälter, der fleißige Bienchen, die Pistole, die blutigen Handschuhe und die Dr. Home-Rifle.
Ja, 4 Season 3 Behälter, die Sancrum Imperium, immer noch ein Harry Potter Spruch, der nichts drauf hat. Ninja Bike Messenger Rucksack, richtig geiles Ding, ich liebe den ja. Ja, 5 Season 1 Behälter, die Shocker Punch, der Holster, Schmutz, aber die St. Elmo, ne, die mit dabei war. Ja, 5 Season 2 Behälter, die Eiserne Lunge, beste LMG und die Sammler Exotische Brust. Und zu guter Letzt, ja, 5 Season 3 Behälter, die Moskito und die blutigen Knöchel Exo Handschuhe. Zusammengefasst, du kannst während des Throwback Events jeden Spielmodus oder jede Mission spielen, die du möchtest. Es gibt keine Einschränkungen, nur puren Farmspaß. Das ist sehr gut. Dieses Event dreht sich nicht nur um den Loot, auch wenn das ein großer Teil davon ist. Es ist auch eine Feier all dessen, was uns bis zu diesem Punkt in Division 2 gebracht hat, während wir uns auf den nächsten großen Schritt mit Seasons 2.0 vorbereiten. Egal, ob du die Geschichte aufholst, Exotic farmst oder dich auf das nächste große Update vorbereitest, das Throwback Event ist die perfekte Gelegenheit, dich wieder in die Welt von Division zu vertiefen. Also schnapp dir dein Team, starte die Projekte und mach dich bereit, einige der berüchtigsten Feinde von The Division zu eliminieren. Deine Belohnung, das beste Gear, das Division 2 zu bieten hat. Wir sehen uns in DC, Agents, das Division 2 Team. Ein sehr, 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 sehr cooles Event. Leider ist das, muss das halt sagen, für mich ist das recht, recht uninteressant. Ich habe alles, aber ich weiß, dass viele von euch wiedergekehrt sind, auch nach längerer Zeit. Und wir viele neue Spieler und Spielerinnen haben, was ich sehr, sehr cool finde. Und für euch ist das natürlich eine perfekte Möglichkeit. Grindet the hell out of this shit. Ne? Also holt euch alles, was ihr braucht, was ihr noch haben möchtet, bevor wir in die Seasons 2.0 übergehen. Ja, das war's von mir, Leute. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Event hier haltet und ob euch auf die Seasons 2.0 freut. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.